Danke vielmals. Offenbar habe ich nicht zu viel versprochen. Schnee bis in die Niederungen hat es, glaube ich, heute sogar gegeben. Der Winter rückt näher. Und damit eben auch die Zeit der Skirennen. Wir haben ja einen Beitrag dazu schon gehabt. Und unser nächster Wunsch hat auch wieder etwas zu tun mit des Schweizers Lieblingsfernseh- und auch sonstigen Sportart Nummer 1, dem Skifahren. Mein grösster Wunsch wäre, nochmal einen Kommentar zu hören von Karl Erb, und zwar den, wo der Bernhard Russi Weltmeister geworden ist in der Abfahrt in Val Gardena. Der hat einen mitreissen und ich glaube, der ist total ausgeflippt. Und ich hatte immer den Plausch an Karl Erb und für mich war er der Beste. Und jetzt 23 Sekunden zur Sportgeschichte, der Karl Erb. Und die beiden Hauptdarsteller von dem sportlichen Fernsehdokument darf ich jetzt live bei uns im Studio begrüßen. Der Karl Erb und der Bernhard Russi. Herzlich willkommen. Hallo Bernhard. Ja, jawohl. Der übliche SRG-interne Hinweis, dass wir schon etwa 15 Jahre Duzi sind und heute nicht ausnahmsweise wieder Nonzi sagen, das nur so nebenbei. Es waren 23 Worte, die dich noch berühmter gemacht haben als sonst. Früher hat man offenbar noch nicht so viel geschnurrt bei den Skirennen. Also ich bin nicht überzeugt, Benni, dass das der Originalkommentar ist. Also ja. Ich habe mich immer im Verdacht, dass ich doch noch ein bisschen mehr geredet habe. Aber eins ist entscheidend, ich habe geschrauen am Ziel. Jawohl, und zwar hast du brüllt, hat man ja gesagt. Also richtig, brüllt im Sinne nicht von laut, sondern von geweint. Jetzt, ist das ein Gerücht oder bist du nur verkältet und es hat eine Stimme verschlagen? Also, es gibt ja verschiedenste Versionen. Hast du ein Zelt im Mund? Es hat mich ja niemand gesehen, Benni. Darum haben wir dich eingeladen. Jetzt kommt die Wahrheit. Kommt das Geständnis. Jawohl. Es sind mir Tränen runtergelaufen. Und ich gehöre jetzt zu diesen Ausnahmserscheinungen in dieser Männerwelt, wo einmal, wenn sie Freude haben oder wenn sie traurig sind, können sie halt ein bisschen brüllen. Also ich schäme mich meinen Tränen nicht, auch heute noch nicht. Und wenn also nicht das blöde zweite Goal noch gefallen wäre in Cagliari, hätte ich wahrscheinlich auch noch ein paar Freudentränen vergossen. Und da muss man sich nicht schämen. Das ist keine Show. Ich habe nie eine Show gemacht. Ich habe immer alles mit dem Herz gemacht. Und also nicht nur mein Job, auch sonst ist immer das Herz. Genau, das hat man ja da gerade typisch gemerkt. Das Show, das wäre ja dann künstlich gewesen. Ja. Es ist allerdings Schicksal natürlich dir, wenn man so will, gnädig. Gestimmt gewesen, weil heute weiss jeder, wer der Russ ist, aber hier, an seinem Tag, Bernhard, also die Verhältnisse sind außerordentlich gewesen. Du bist als Nobody, Dono, dein letzter Tag als Nobody ist das gewesen. Bist du ein Start? Ja, das bin ich. Und übrigens, für die, die gestaunet haben, es war effektiv das Rennen. Es war nicht eine Besichtigungsfahrt. Also, man ist damals so gefahren, das gehört wirklich dazu. Nein, also, effektiv. Aber du bist Aussenseite, wie war die Situation? Ich war noch nicht einmal in der Mannschaft. Ein Haufen Zufälle. Ich bin dank einem Haufen Unfälle. Also dank einem Haufen Unfälle. Einige haben sich verletzt aus der ersten Gruppe. Der Minst, der Huppler, Hans-Peter Rohr, Peter Rohr und so weiter. Ich bin so quasi als fünften Ersatz bin ich noch in die Mannschaft hineingekommen und hatte das Glück, gerade 15 zu sein, an dem Tag, wo es halt geschneit hat über Nacht. Und ich glaube schon, dass dort das Glück unheimlich eine grosse Rolle gespielt hat. Also, dramaturgisch ist natürlich auch für dich hervorragend gewesen. Ein Schweizer, ein Außenseiter mit dem 15. Ja, und es ist vor allem am Anfang ist eine Katastrophe gewesen. Der erste Schweizer, der gekommen ist, der Sören Sprecher, der hat etwa 7 Sekunden verloren auf die Bestzeit von Cordin. Und dann ist der Jean-Daniel Dequille gekommen, der hat gemeint, so, jetzt kommt etwas, der hat auch noch 2,7 Sekunden hat er eingefangen. Da habe ich genau gewusst, die lieben Eidgenossen haben verwachst. Und ich habe mit einer grossen Katastrophe gerechnet, wo mein lieber Bernhard mit dem 15 ins Rennen gekommen ist. Und umso schöner war natürlich, wo der plötzlich die beste Zwischenzeit hat. Und darum hat das Ganze hat wahnsinnig gut gestummen. Also wenn es einer hätte inszenieren müssen, hätte man es nicht können besser machen. Und da war natürlich eine typische Situation. Da hätte ich den grössten Kabis erzählen, wo der russische Weltmeister war. Ist auch der Erb der grösste. Und, aber mit dem allerdings, hat man können gut. Ja, wobei allerdings sagen ist, dass du ja schon vor dem Rennen der grösste bist. Unter anderem auch wegen einer Eigenschaft, die man sich heute eigentlich kaum mehr vorstellen kann, dass das eine Rolle spielt beim Sportreporter. Du bist der schnellste Kopfrechner von Europa gewesen, nämlich.
Unter anderem, ja, weil ich einfach gelernt habe aus meiner Journalistenzeit, wo es kein Computer, kein Fernseher, nichts gegeben hat, dass man halt selber an der Piste gestanden ist, mit der Stoppuhr die Zeiten gestoppt hat, gerechnet hat, Klassement. Da hat es nie irgendeinen Computer gegeben. Und ich habe, das will ich jetzt doch auch noch schnell sagen, mein erster Grand Prix, den ich gemacht habe, Formel 1, habe ich noch selber Rundenkontrolle gemacht. Jedes Auto, das vorbeigefahren ist, habe ich noch aufgeschrieben. Da hatte ich keinen Assistenten und einen an den Boxen und einen dort und einen da. Alles Delbert. Gut, die Karren sind natürlich auch noch nicht so schnell gewesen, wie das ja. Auto. Das hast du natürlich, das hast du natürlich. Wir haben auch nicht so schnell dürfen schnurren am Fernsehen das wie du. Das ist wahr. Also ob dürfen oder können, ist jetzt so die andere Frage, die wollen wir jetzt opfern. Nein, was ich wollte sagen ist, du hast schon eben auch Formel 1 kommentiert, ganzen Haufen Sachen und irgendwann hast du gehört. Und jetzt ist das Thema von der Sendung ein bisschen Timing. Ist das Timing von deinem Aufhören richtig gewesen, nachträglich gewesen? Es war hundertprozentig richtig gewesen. Wir haben heute Abend von der Pressband haben wir gehört, 20 Jahre. Ja. Und ich finde einfach, wenn man 20 Jahre, ich bin im Jahr mehr als 200 Tage unterwegs gewesen und habe mehr als 200 Tage als Schweizer Volk hergeschnurrt und einen schönen Tag, es ist einfach gut. Also, und ich habe gefunden, ja, 20 Jahre lang. Los, ich muss dich schnell unterbrechen, weil ich habe gerade nachgerechnet, ich bin seit 19 Jahren Sportreporter. Seit 19 Jahren, ich müsste das nächste Jahr hören. Nein. Aber nein, wenn man schneller redet, darf man länger bleiben. Ja, ist klar. Jetzt die gleiche Frage von Bernhard. Auch du hast irgendwann mal aufgehört, ist dann dein Timing auch richtig vom Hören? Ja, das sind nicht 20 Jahre im Jahr gedauert, 10 Jahre. Ja, bis wo du angefangen hast, Skifahren ja, gut, wahrscheinlich. Okay, gut, ja. Aber ich glaube effektiv, ich meine das Timing und vor allem das Aufhören. Ich glaube, das Aufhören ist wirklich etwas vom Allerschwersten. Also es geht nicht nur den Sportlern so, das geht auch den Leuten so, die pensioniert werden. Ich meine, wenn man sich nicht darauf einstellt, wenn man das nicht irgendwie plant und sich dass das als grosse Aufgabe nimmt, dann geht es nicht. Also bei mir war es so, ich habe mir immer gesagt, ich will nie das letzte Rennen fahren. Und das geht nur dann, wenn ich vorher nie daran denke, wie lange geht es. An dem Tag, als ich zuerst mal daran gedacht habe, wie lange soll ich eigentlich noch fahren, war das für mich das Zeichen, dass das jetzt auch der Schluss ist. Ist das jetzt schön formuliert, wenn man sagt, du hast Hochbauzeichner gelernt, du bist Skirennen gefahren, du hast deinen idealen Job gefunden, dein Beruf ist nämlich jetzt Abfahrtspistenkonstrukteur, die Idealsynthese. Ist das muss dein das Thema noch einmal kommen? Schon ja, nein. Ja, ja, gut, da kannst du dich dann noch ehren wegen mental. Ja, gut, also jetzt wenn man wartet, also mit Abstand. Also eben Techniker, die ja schon Goldmedaillen haben können gewinnen im Slalom, im Riesenslalom, im Super-G, die haben Zalberville nur fünfte Chancen bekommen, dank dir. Und die Abfahrer, denn ihre einzige Chance ist weg gewesen, wirst du das auch so gesehen heute? Also so gesehen ist natürlich mir die Rechnung auch nicht aufgegangen. Mhm. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, die Leute, die mich kennen, wissen das. Das ist klar. Aber du machst ja, du kannst ja alles wieder gut machen, weil du bist ja der Konstrukteur von der nächsten Olympiapiste in Lillehammer. Wird die etwa wieder ähnlich? Wir haben zwischen denen noch Weltmeisterschaften, das nächste Jahr. Die hast du auch und in Japan? Und denen, wo es stark umgegangen ist, denen geht es jetzt sehr wahrscheinlich ein bisschen zu flach und ein bisschen zu lang geradeaus. Also wir haben jetzt zwei Extreme nacheinander. Das übernächste Jahr kommt Mitte und irgendeinem Ort trifft es. Also wir haben jetzt nicht nur, wir tun dich jetzt als Abfahrtskonstrukteur nicht jetzt mit Albeöl festnageln. Ich weiss noch, Whale, da hast du ja da die sensationelle Bobbahn und so. Also bringst du da schon Ideen drin. Also das muss man jetzt gleich sagen. Es gibt, du bist der Einzige mit dem Beruf. Eigentlich hättest du gar nicht ins Benissimo müssen kommen, sondern in Was bin ich? Als Abfahrtspistenkonstrukteur. Das ist nicht, dass man Abfahrtspisten konstruiert hat. Man tut es zusammenführen. Ich meine, der Berg ist ja da, man kann ja keine Berge verändern. Also wenn man den Berg muss verändern muss, dann ist es eben wie Wähl, wo man da muss Rädelsnick bauen. Das ist nicht das Ziel, das ist nicht gut. Die letzte Frage kommt nochmal an dich, Karl. Was machst du jetzt eigentlich? Also ich glaube, du bist noch nicht so weit wie die First Harmonix, dass du AHV beziehst. Also ich beziehe schon AHV. Was? Ja, so ja, 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 aber ich bin also voll dran. Das ist das Schöne an einem freien Beruf. Ja. Ich bin zwar einfach nicht mehr so in der Öffentlichkeit, wie ich einmal war, aber ich arbeite sehr viel, ich schreibe Bücher, ich mache ein Konkurrenzbuch von dir. Endlich sagt man mal vom Fernsehen, dass ich auch ein Buch mache. Jawohl. Nein, ich mache ja ein internationales, du machst ein nationales. Also, meins ist auch international, wahrscheinlich was nur ein bisschen besser als dies. Ja. Das würde ich eigentlich. Also das kann man eigentlich nur feststellen, wenn man beide Bücher kauft. Oder? Also gut, ich mache immer noch sehr viel und ich lebe mit dem Sport, mit grosser Freude. Ich verfolge alles Mögliche. Ich verfolge natürlich auch meine ehemaligen Kollegen wie dich und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dich sehe und ich finde, dass du machst es durchgehen lassen hast. Du machst es super. Danke vielmals, das soll Schlusswort. Sie sind merci vielmals an Karl Erd, merci vielmals an Bernhard Russel. Ja, zum Wohl.
Ein Stück ist, wenn drei so schnell zusammenkommen, kommen wir nicht zum Trinken. Ist klar? Von einem anderen Matter zum nächsten, zu der nächsten zu der Tanja. Sie zieht nämlich noch unseren siebten Gewinner.